MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Geld bekommen für Apps. Ich erkläre euch mal eine Möglichkeit, wie ihr durch Smartphone-Apps Geld verdienen könnt. Ich sag mal, es gibt ja zigtausend Partnerprogramme mittlerweile. Man kann ja YouTube-Partner werden, dann kann man unter anderem, kenne ich jetzt zum Beispiel GameKey-Partner, Amazon Raffling-Partner. Also es gibt mittlerweile so viele Seiten, wo man Partner werden kann. Und eine jetzt von denen ist jetzt SharePoop. Oder SharePoop wäre ein bisschen falsch. Ja, bin ich drauf aufmerksam geworden durch den Macher höchstpersönlich. Der hatte mich angeschrieben gehabt und hat mir das einfach mal vorgestellt. Der hat mir eine Mail geschrieben, hat mir das erklärt gehabt. Ich bin jetzt nicht so einer, der... ich lese oft meine Mails, früher, mehr als früher auf jeden Fall. Und vieles, also man denkt wirklich immer, vieles ist wirklich Spam und Werbung und Mails. Das war auch mehr oder weniger Mails, aber es ist auf meinem Kanal aufmerksam geworden, wie auch immer. Und jetzt habe ich halt SharePoop an der Backe. Und warum stelle ich euch die Seite jetzt vor? Weil ich finde sie einfach geil, ich feiere sie. Es ist eine gute Möglichkeit, ein bisschen Taschengeld zu bekommen. Und es ist auch simpel, einfach und man braucht nicht mal einen YouTube-Kanal eigentlich dafür. Und ja, wie genau das geht und wie das abläuft, das werde ich euch jetzt einfach nochmal erklären. Ihr registriert euch einfach erstmal hier auf der Seite. Ich melde mich jetzt einfach mal mit meinem Account ein oder an. Dann sehen wir uns gleich wieder. Am besten macht ihr das mit Google, das geht dann einfach und dann müsst ihr nur auf Akzeptieren drücken. So hat er dann wirklich, so ist das dann mit YouTube verknüpft. Also für die Let's Player, keine Ahnung, für die YouTuber. Da müsst ihr dann eigentlich ein neues Konto erstellen, da kann man direkt mit YouTube verknüpfen. So, da wären wir jetzt, SharePoop. Ich erkläre es einfach mal. Wir haben hier Guthaben, Einnahmen, das ist halt jetzt so Standard. Es wird mit Coins wird das, Coins ist so gesehen die Währung. Und ihr habt jetzt hier ganz viele Apps. Die werden auch immer mal wieder aktualisiert. Also es kommen immer mal wieder neue dazu. Zum Beispiel, Star Invasion ist jetzt beispielsweise noch nicht allzu lang. Das hat er vor ein paar Tagen reingemacht. Und es gibt noch nicht so viele Apps, aber das kommt alles noch. Die Seite gibt es auch noch nicht so lange. Und es gibt auf jeden Fall schon einiges, was man sich mal angucken kann, was man eventuell promoten kann. Und vielleicht die Kritiker unter euch, wo jetzt vielleicht, wenn ich jetzt in Appplay, sage ich mal, mir Spiele angucke, Spiele vorstelle, die Kritiker, die jetzt eventuell sagen, hier, du machst das jetzt nur wegen dem Geld und du spielst die Spiele, du testest sie gar nicht so und spielst sie halt eh nur, weil du jetzt halt dieses SharePoop, weil du da so gesehen registrierter Partner bist oder so, Ich werde jetzt nicht nur Apps und Spiele spielen, die, im Appplay-Format, die jetzt hier zu finden sind. Ab und zu werde ich das mal machen. Warum denn nicht? Also, wenn die Möglichkeit besteht. Aber jetzt beispielsweise Star Wars der Widerstand ist hier nicht drin und das mache ich immer noch weiter. Und da kriege ich ja auch nur durch die Werbung ein wenig Geld. Und, hin und wieder mal kann man mal... Wenn man, ich meine, in dem Format spiele ich eh App-Spiele oder Apps, heißt es ja. Und dann kann man doch mal gleich gucken, ob man das kombinieren kann. Ich finde, das ist keine schlechte Idee. So,
um zurück zum Thema zu kommen, wir haben jetzt hier Coins für Android zum Beispiel, Game of War als Beispiel, Fire Age, das Android hat das 205 Coins. Mir wurde gesagt, dass man pro App, das kann variieren, man kann ein wenig mehr Geld bekommen und ein bisschen weniger, aber man kriegt so 1 bis 3 Euro. Es kann auch weniger sein. Ich bin auch schon im Überlegen, ob man nicht für 100 Coins 1 Euro kriegt. Und klar, die Leute, die müssen über den, also ich kann jetzt mal erklären, wie ihr das jetzt genau macht. Also als Beispiel, wir haben jetzt hier, Game of War, Fire Age, ihr drückt auf Promote. Das geht ganz einfach, also es ist eigentlich echt simpel. Und kleine Beschreibung, hier sind noch weitere Infos. Und hier, dann müsst ihr hier drücken, erhalte dann den Tracking-Link. Das läuft nämlich wieder über so einen Tracking-Link. Wenn die Leute bei euch über sich das Spiel über den Link holen, also downloaden, dann wird das hier gut geschrieben auf SharePop. Und dann wird das halt auf das Konto gut geschrieben. Und dann habt ihr Coins und die könnt ihr später in Geld umwandeln. Das lohnt sich jetzt eventuell nur bei größeren YouTubern mal, aber ich finde, das kann man mal machen. Das ist noch eine Alternative, vielleicht ein bisschen Taschengeld zu bekommen oder so. Deswegen stellt euch das jetzt einfach mal vor. Wir drücken jetzt hier Tracking Link. Verstehe das. Genau, Coins nur gut geschrieben werden, wenn die App nach der Installation geöffnet und genutzt wird. App nicht vorher auf diesem Gerät installiert war. Genau, das ist nochmal hier als Erklärung. Ich nur Coins für Installierungen aus der ausgewählten Ländern erhalte. Genau, es geht auch nicht für jedes Land. Dann drücken wir auf Verstanden. Bekommen jetzt hier unseren Link und das kann man jetzt bei Facebook posten, bei Twitter posten, bei Instagram geht das auch. Aber auch bei YouTube kann man es in die Beschreibung tun. Und wenn tatsächlich dann Leute das Spiel spielen und downloaden, dann wie gesagt kriege ich hier Coins gut geschrieben. Das wird dann alles hier bei Performance, wird das dann gemerkt. Und ich meine, es erkläre ich eigentlich von selber, ich wollte das nur mal vorstellen, mit Einstellungen bei Bezahlung. Das werde ich eben nochmal, meine Adresse ist unten, die werde ich auf jeden Fall ausblenden. Hier steht dann euer aktuelles Guthaben und Guthaben gesamt und hier steht auch nochmal als Hinweis, wenn du mindestens einen Betrag von 44,50 Euro erhalten hast, dann kann man das auszahlen lassen. Wie, das ist euch überlassen, nur ab der Summe geht das halt erst. Ja, ansonsten kann man nochmal Hilfe und die... kann man mit denen direkt in Kontakt treten. Was ich wirklich richtig gut finde, ist, jeden Tag kommt was, oder fast jeden Tag, also wird immer aktualisiert. Mit dem Typen kannst du wirklich echt in Kontakt treten. Der antwortet dir auch ganz schnell. Ah, hier steht's auch. Umrechnungskurs 1 Coin gleich 1 Cent. Tatsächlich, da lag ich gar nicht mal so falsch mit meinen 100 Coins 1 Euro. Das ist verhältnismäßig extrem viel Geld, wenn man das, sage ich jetzt mal, mit dem YouTube Geld vergleicht. Also man sagt ja circa 1000 Klicks ist 1 Euro. Da ist das hier wesentlich ich will jetzt nicht sagen fairer, aber es ist fällt jetzt das Wort gerade nicht ein, aber es ist auf jeden Fall krass so im Vergleich, wie man hier mehr Geld verdient. Also klar, es ist immer relativ, aber so im Vergleich zu den Klicks, man kommt hier wirklich viel schneller an Geld dran, wenn die Leute dann auch sich das Spiel über den Link holen, wenn man die Arbeit gut macht oder wenn die Leute das einfach mal interessiert und angucken wollen. Ich meine, es gibt hier noch nicht so viel, was man vorstellen kann, aber so im Vergleich kriegt man hier mit den sagen wir es mal so, die Coins sind hier mehr wert als, sag ich mal, die YouTube-Klicks bei YouTube. Das finde ich krass.
ja, wenn man größer ist, dann kann ich mir vorstellen, dass man durch sowas mehr Geld bekommt, als, sag ich jetzt mal, durch YouTube, ne? Durch die Werbung, weil die Werbung ist ja heutzutage nicht mehr viel wert. Das ist schade, früher war das mehr. Heutzutage ist es nicht mehr so viel. Nur mal so als Vergleich, das ist schon krass, oder? Bezahlungsinformationen per PayPal und per Überweisung könnt ihr das dann euch auszahlen lassen. Ja, und ansonsten wäre eigentlich alles gesagt. In 10 Minuten mehr oder weniger zusammengefasst. Ich finde sowas cool. Ich finde es geil, dass es was gibt. Ich habe mich auch mal schon öfter mal so umgeschaut. Vielleicht eventuell. Ich gucke mich immer öfter mal um zu Partnerprogrammen und mit so Links und sowas. Aber ich finde die wirklich viel und jetzt habe ich halt angeschrieben und sowas ist ideal. Wirklich gerade auch für App und so. Ich habe ja mein Format, was ich ab und zu mache. Und da kommt das doch eigentlich ganz gut, ne? Bitte beachtet, das gilt nur für Apps, nicht irgendwie jetzt für andere Spiele oder sowas, ne? Aber ist auch klar. Ja, finde ich nett und kann ich nur empfehlen und ja. Ich habe euch darauf aufmerksam gemacht. Schaut mal vorbei, meldet euch mal an und vielleicht wird's ja was und ja. Ich wollte auf jeden Fall den lieben Entwickler dafür unterstützen. Das ist eine gute Sache auf jeden Fall und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja. Ihr freut euch, keine Ahnung, oder auch nicht. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, bis dann, tschüss. GameKeys und GameCards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.